Na dann, mal hinein. Ja? Seid ihr bereit, das Verlies zu betreten? Ja, guck mal hier. Ausgezeichnet. Wappnet euch. Möge der Wettbewerb gewinnen. Gewinnen. Ich möge ihn gewinnen und der Wettbewerb beginnen. So. Wow, wie gruselig. Jaro hat wagemutigen Abenteurern die Regeln erklärt und in den Wettbewerb eröffnet. Es geht darum, dass mehrere Gruppen von Abenteurern sich durch die parallel verlaufenden Gänge voller Monster, Fallen und Schätze vorkämpfen. Am Ende des Gewölbes wartet ein Rätsel. Die Gruppe, die ihr Rätsel zuerst lösen kann, wird zu dem Sieger erklärt. Okay, klingt witzig. Und hier klingt's nach Spinnen. Hallo, kommst du mal? Spinnen, tatsächlich. Ja, ich mach euch Platz. Ja, mein Stahl wird... Ich dachte, ich bin immun gegen Krankheiten. Toll. Kostet meine... Das für einer. Denn der... Feier. Hier ist was los. Hier schon was los. Mein Sch... Aha. Ein Fass, das es eigentlich gar nicht gibt. Ist wahrscheinlich nur aufgezeichnet. Das hier werden wir nicht beide überleben. Puff! Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Warum sollte ich? Okay, wir gehen jetzt ganz vorsichtig durch dieses Gebäude. Bis ich mich vielleicht hinlegen kann. Ich versuche mich mal auszuruhen, mal sehen, ob es dann weggeht. Und ich habe noch nicht mal irgendwas Schweres bei mir. Ein Atterkopf. Sind. Wir werden dich kriegen. Ich werde dich so platt machen. Nein, jetzt hat Dele mich überholt. Ich will auch... Der Zorn! Na, tatsächlich, es geht weg. Yippie! Okay, da geht's wohl in ein anderes Verlies, aber ich gehe mal erstmal hier rum. Ich will erstmal diese Ebene hier durchkauen. Und wieder ausspucken. So. Entschuldigung. Ach, da geht's auch nochmal runter. Hier ist doch bestimmt eine Falle. Oh, bin ich gut. Ja, diese Position ist geradezu prädestiniert dafür. Und das ist auch wieder eine Spinnenkönigin, oder? Gegen so ein Vieh muss ich schon mal kämpfen. Ja, toll. Ja, mach du mal. Ich kann gerade nicht. Ich klebe gerade am Boden. Ich helfe dir auch gleich. Also gleich. So. Bin gleich da. Ja, lass dich nicht aufhalten. Ich bin gleich. Also, irgendwann. Aber ich komm noch, warte. Ja, ich bin gleich da. Irgendwann. Das werdet ihr bedauern. Jetzt ist der Kopf im Weg. Oh.
Schon fertig. Entschuldigung. Ich fürchte, da habe ich ein wenig länger gebraucht. Was meinst du? Geht's denn da überhaupt hin? Zweite Ebene. Ja, meinetwegen, dann gehe ich erstmal hier hin. Dann gehe ich erstmal hier links. Ein Beutesack. Ja. Klingt das nicht toll? Gegengift. Für die Utgard! Oh. Hier gibt es Minotauren anscheinend. Ich glaube, ich muss mich kurz wieder ausruhen. Der ist ein bisschen langsam zu Fuß unterwegs. Komm, Dale, wir legen uns jetzt erstmal hier hin. Oder setzen uns. Ich werde tun, was ihr wünscht. Ja, sehr gut. Tu das mal. Okay. Setzen wir uns da oben irgendwo hin. Oh, und ich setze mich hier oben hin, du setzt dich auf die Treppe. Genau, als Strafe. So. Jo. Okay, hier gibt es also Spinnen. Ebene 2 gibt es Minotauren. Dann geht's da vielleicht... Warte mal. Wohl nicht in Ebene 2. Weil hier ist nichts. Treppentechnisches. Vielleicht geht's ja da in Ebene 3. Okay, Dalen ist wieder flinker unterwegs. Das hat also geklappt. Geht's. Auf den. Okay. Okay, das scheint jetzt etwas labyrinthtechnischer aufgebaut zu sein. Obwohl das nicht so den schweren Eindruck macht. Als Labyrinth. So, hier geht's erstmal in eine Sackgasse. Das ist gut. Hallo? Also, ja, komisch. Oh, guck mal, noch eine Truhe. Das hier werden wir nicht beide überleben. Und ein Steinhaufen. Oh, da kommt ein Minotaurus. Verbesserung plus 5. Wow. Das hier. Nix gibt's. Uns angreifen. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Außer, dass du uns noch eine Goldmünze zusteckst. Noch eine Truhe. Ah, ja, und eine Falle. Entschuldigung. So, dann machen wir die doch mal kaputt. Das hier werden wir nicht ba... Die wurde also von einer Falle gemacht. Wenn auch nur davor. Dann ist da bestimmt was Gutes drin. Ja, vielleicht. Vielleicht war da mal was Gutes drin. Ja, ich will kurz die Leiche schauen hier. Oh, ich sehe wieder Blutflecken an einer Truhe. So. Ich hab dich platt gemacht. Ausgang. Ach, hier ist so eine Plattform, wo ich rausgehen kann. Moment, wenn hier eine Plattform ist, dann müsste doch hier auch irgendeiner der anderen rumgeistern. Theophilo praktischerweise. Das ja werdet ihr bedanken. 5 Punkte, an denen Welt teleportiert wird. Dann habe ich einen wohl gefunden. Oh. Oh, 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 oh. So. Ist kaputt. So. Steinhufe. Und ein Schild. Was ich auch nicht erkennen kann. Na super.
Ach verdammt, ich wollte ja sagen, Kunde auch nochmal. Ja gut, jetzt habe ich die Punkte aber auch gebraucht. Werde ich das nächste Mal sagen, Kunde noch ein bisschen beanspruchen. Es geht mir langsam auf den Sack, dass ich das nicht alles erkunden kann, was ich da an Sagen technischen Geräten finde. Der Gerät. Miau. Miau. Wie ich um die Ecken rase. Und dann rase. Mein Sch... Das werdet ihr bedauern. Okay, da muss ich zwar nicht lang, aber geh ich doch mal. Wenn der da lang geht... Ja, haut mir das mal drauf. Jetzt gibt's auf und los. Hier, komm, du kriegst auch was auf den Bus. Okay, das hat's jetzt nicht gebracht. Oh, ein Kristallinsekt. Warum auch nicht? Weil es scheiße Noch eine Falle. Und Farets Gold. Ach, das ist eine Schleuderkugel. Ich kann mit Gold schleudern. Warum soll ich das machen? Soll ich ja verkaufen. Das Gold, immerhin. Werde nicht in meine Schleuder packen und wegschmeißen. Wegschleudern. Aha, guck mal, da kommt einer. Da kommt einer. Der hat uns gar nicht gesehen. Ah, okay. Wer? Da kommt einer. Halt! Komm, den lassen wir erstmal kommen hier. So. Jetzt gibt's auf den Nuss. Wieder. Halt! Aber schon interessant, dass so ein grobmotorischer Minotaurus ein Kristallinsekt bei sich hat. Hat er bestimmt selber gefertigt mit seinen filigranen Fingern. Kommst du? Ich werde tun, was ihr wünscht. Oh, guck mal, da ist Kasma. Okay. Guck mal, da war Kasma. Okay, ja gut, mit der Ausrüstung, da kommt's aber wirklich nicht weit. Und einen kleinen Dolch, auch wie süß. Das werdet ihr bedauern. Also ich würde sagen, wir sind schon mal einer weniger. Würde ich mal so spontan behaupten. Okay. Kasma ist nicht mehr. Mal überleben, dann haben wir jetzt noch den Zwerg, den Elfen und den Menschen. Ich kann mich gar nicht ausruhen, toll. Ach, hauptsächlich kriegt der Dale auch noch was auf die Fresse. Guck mal. Verdammt, er hat einen Trank, den ich hätte jetzt finden können, dem ich bald gemacht habe. So ein Mist. Hast du vielleicht trotzdem noch was dabei? Vielleicht noch einen? Halt die Schnauze. Versteh dich eh nicht. Bin Rassist. So. Ich hab alle was gegen Minotaure. Oh, hier ist noch einer. Komm, komm, komm. Dale, schnell, schnell. Guck mal hier, ich hab was gefunden. Ich werde tun, was ihr wünscht. Ja, zum Beispiel angreifen. Wie, wir können ja springen. Ja, ich denke, durch dieses Gewölbe kommen wir eigentlich ganz gut durch. Zumindest Ebene 2. Von hier geht es anscheinend auch nicht zur Ebene 3. Weil hier ist nur ein Ausgang. Blitzpfeile. Ja, hier ist eine Sackgasse. Hier nicht. Also hier auch, aber hier gibt es auch noch was. Das werdet ihr bedauern. Ich
Tja. Dann gibt's hier wohl nicht mehr. Das ist doch cool. Dann gehen wir noch hier oben längs, hier zurück. Dann haben wir die gesamte Ebene 2 wahrscheinlich dann auch ausradiert. Das ist ganz gut. Haben wir Erfahrungspunkte gesammelt. Und, ja, Gegenstände ja auch. Dann sind wir wieder in Ebene 1 und von Ebene 1 kommen wir dann wahrscheinlich in Ebene 3. Bin mal gespannt, wer dort am Kämpfen ist. Vielleicht stirbt er auch gleich bei dem ersten Schlag. Na? Ich werde tun, was ihr wünscht. Ja, aber bitte nicht erst, nachdem ich es dir sagen musste. Lauf doch einfach mal automatisch hinter mir her. Und möglichst gleich. Mein Stahl wird treffen. Oh. Entschuldigung. Da war ich zu schnell. Zu schnell. Was? Entschuldigung. Ist zwar nett, wenn du mich verteidigst, aber... naja. Das wäre nicht nötig. Ich kann mich selbst verteidigen. Oh, ein Doppelklingeschwert. Plus 2. Wow. Na, nicht schlecht. Ich kann es noch nicht benutzen. Schade. Was ist das? Ich wollte gerade fragen. Wären wir ja gleich an einem Ausgang. Ja, den hätte Kasma mal benutzen sollen. Aber nein, sie musste ja gleich sterben. Aber wie gesagt, also mit so einer Ausrüstung wäre ich wahrscheinlich auch hier reingegangen. Aber dann... Oh, ein Minotaurus-Häuptling. Der hat sich gerade schnell gemacht. Aua. Der macht da irgendwas. Gemeines. Der macht da irgendwas sehr Gemeines. Vor allem, der ist flink und der hat einen Schnelligkeitstrank getrunken. Oh, der ist jetzt verbraucht anscheinend. Herr Udell, erstmal Bier. Mein Stahl wird treffen. Ist ja leer. Ach, weißt du was? Ach so, Mist. Das hier. Er hat schon registriert. Dann mache ich das. Ein Helm. Hübsch. Oder auch nicht. Dann werden wir uns erstmal hier mal kurz ausruhen. Wir haben ja beide ordentlich auf den Sack gekriegt. Oh, das dauert wohl noch ein Häppchen. Naja. Na, gucken wir mal weiter. Ja, den, das kleine Eckchen hier noch ausräumen. Und dann verschwinden wir hier mal wieder. Dann kommen wir wieder zu den Spinnen. Das werdet ihr bedauern. Vergiftet, überlastet und kann mich wieder nur millimeterweise fortbewegen. Ja, ich weiß, ich bin nicht gerade sehr optimistisch, aber... Ja. Moment, das machen wir mal anders hier, guck mal. Passt doch viel besser. Wenn dann nämlich auch mein Rucksack schön aufgeräumt war, dass ich da jetzt nicht plötzlich Platzmangel kriege. Es reicht, wenn ich Gewichtsmangel kriege. Oh!
Eigentlich stand ich sogar schon drin. Wieder zurück. Ja, Minotaurus scheint ja auch nicht mehr übrig zu sein. Perfekt. Dann haben wir alles. Dann geht's wieder zurück in Ebene 1. Ich habe einen Beutesack übersehen. Oh, okay, ja gut, der ist auch nicht so gut zu sehen. Aber ich habe ihn ja Gott sei Dank noch gesehen. Naja gut, auf die paar Goldmünzen dann... Ja, käme es jetzt nicht wirklich drauf an, aber es geht ums Prinzip. Jawohl. So, da sind wir wieder auf der ersten Ebene. Na, wat nu? Trab an! So. Eine Leiche. Na, tolle Nummer. Aber die Leiche kommt. Für die Utgard! Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann gerade nicht. Für die Utgard! Aber ich bin gleich da, glaub ich. Der Zorn des roten Tigers. Das hier werden wir nicht beide überleben. Als würden wir jetzt rausgehen und setzen uns hier einfach hin und machen Sitzblockade. Ja. Yeah. So. Wir fordern bessere Gerechtigkeit, mehr menschenmögliche Haltung von Spinnen und so. Und weniger Stau auf den Autobahnen. So. Ja. Ich werde tun, was ihr wünscht. Hier kommen aber noch mehr Spinnen, na toll. Oh, noch viel mehr Spinnen. Was? Oh, voilà. Entschuldigung. Guck mal. Ganz viele Spinnen. Alle kommen sie zu mir. Puff! Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Na toll. Kostet meine Wut! Reicht aber, wenn alle her, von dem an. Boah, ich bin ja wieder super schnell. Ich kann mich noch nicht mal aus. Verdammt. Ein Kristallschädel. Na komm. Und da ist eine Falle. Na, bis ich da bin. Oh, okay, ich hab der Krankheit widerstanden. Ja, jetzt muss ich mich nur noch ausruhen. Aber da stört mich der Atterkopf anscheinend gerade. Aber macht nichts. Oh, das sind sogar zwei. Na gut, dass wir so flink unterwegs sind.
Die gleich mal platt machen. Alle beide. Da gibt's auch noch eine Truhe. Nee. Yeah. Yeah. Für die Utka! Selbstheilung aktivieren. Selbstheilungskräfte aktivieren. Na los. Ah, das war gut. Das hier werden wir nicht beide überleben. So. Und gleich bin ich wahrscheinlich, weil ich eine Rüstung kriege, mehr als überlastet. Ohne dass ich durchschlafe. Das hier werden wir nicht beide überleben. Sehr gut. Boah, ich komme auch durch die erste Ebene weiterhin recht gut. Ah, ein Schädelhaufen. Boah. Na, bin ich damit schon überlastet? Uff. Ja. Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Ich bin überlastet, aber ich werde erstmal kurz diese Falle hier entschärfen. Und da ist noch eine. Ja, irgendwann ist Feierabend. Nee, also erstmal werde ich mich kurz zurückbeamen. Und ich fällt's nicht auf. Ich bin eigentlich gar nicht weg. Seid gegrüßt. Ich muss nur was loswerden. Nimm, nimm! Um Gottes Willen, nimm die Scheiße hin! Feuerresistent. Oh, okay. Was hat denn der Helm hier? Konzentration pro. Immunität, Gift und Niederwerfen. Nur benutzbar von Schurken. Die wird kaputt sein. Dann zieh ich die eben an. So habe ich auch einen Helm. Was ist das? Gebrauch Vampirgriff. Aus Bonus plus 2. Ich habe jetzt einen tollen Helm. Mal gucken, wie es aussieht. Och, naja, sieht gar nicht so schlimm aus. So. Jetzt sehe ich wenigstens auch aus wie ein Dieb. Obwohl ich wahrscheinlich gar nichts sehen kann. Hallo?